Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir hier autark werden, indem wir ein wunderschönes... Ich bin gerade am Überlegen, in welche Richtung ich weiter möchte. Hier hinten ist ein Dead End. An einem Schlafsaal kann leider nicht angebaut werden. Das heißt, ich muss zwangsweise jetzt in diese Richtung gehen, was mir nicht ganz so zusagt wie in der Luftschleuse da drüben. Aber okay, ist nicht weiter schlimm. Ein Biodom, genau, ein Biodom. Biodom für die Nahrung. Und wir haben unseren ersten Erfolg erreicht, Überleben. Erkläre ich ihm gerade zu viel? Ich finde einfach, ich bin einfach begeistert von dem Spiel und achtet einfach mal darauf. Wir beobachten jetzt dieses Solarpanel zusammen mit der Schattierung, die da drunter ist. So machen wir das, so. Alleine schon, das in der Nacht sieht man das so richtig geil. Das spiegelt, und zwar derbst. Spiegelt richtig, richtig übel. Die ganzen Bewegungen, dann die Beleuchtung und die Leute sind alle animiert und... Gut, der Energiekollektor ist jetzt nicht so... Boom. Ist jetzt nicht so toll, aber das Einzige, was mir gerade noch ein bisschen stört, ist das Interface. Das wirkt so 90er-Jahres-Style. Das ist so ein bisschen 90er... Habt ihr gesehen? Hier, das wächst... Also, es bewegt sich mit. Man merkt auch, hier ist wirklich eine Sonne. Weil man dementsprechend hier auch die Schattierungen alle ändern sich. Ja, es ist einfach der Hammer. Ihr versteht schon. Ich rede zu viel, aber das ist beim Let's Play normal. So, da wir jetzt das Biodom dann gleich haben, können wir uns darum kümmern, mal einen Wassertank zu bauen. Ein Wassertank, denke ich mal, ist selbsterklärend. Hängt damit zusammen, dass wir zwar Wasser generieren, aber auch nur so viel, wie wir gerade brauchen. Ist ein bisschen wenig, beziehungsweise ist halt eben schlecht. Falls mal was mit dem Wasserextraktor ist oder falls wir mehr Wasser benötigen, haben wir lieber was beiseite gelegt in einen kleinen Wassertank. Und jetzt wird's richtig knifflig. Jetzt wird's richtig knifflig. So, es gibt hier diese wunderschöne Hilfe. Die ist essentiell für das Spiel. Das Biodom ist eine Innenstruktur, wo Gemüsefelder und bestimmte Gemüsearten angebaut werden können, welche dann im Essensfertiger zu Mahlzeiten verarbeitet werden. Gemüsefelder müssen von einem Biologen betreut werden. So, kommen wir mal zu dem Wichtigen dabei, die Mahlzeiten. Wo ist denn das, was ich jetzt suche? Es gibt da eine ewig lange Liste. Na, ewig lang ist sie nicht. Sie ist sehr, sehr lang. Wo ist denn jetzt die scheiß Liste? Ressourcen? Nein. Ah! Jetzt bin ich ganz weg. Biodom. Badalidim. Essensfertiger, da haben wir's. Die Liste aller Rezepte ist... Also, wenn man nur Salat, Tomaten oder Erbsen anbietet, dann kann der Essensfertiger daraus besseres Essen machen. Hat er das nicht gleichzeitig, macht er trotz alledem Essen. Das war mein Fehler mal gewesen. Ist schwierig, also das ist eine ewig lange Liste und es gibt unterschiedliche Arten. Wir haben Erbsen, wir haben Reis, Kartoffel, Weizen, Mais, Pilze, Rettiche, Zwiebeln, Salat, Tomaten. Und alle haben auch eine unterschiedliche Produktionsrate und dementsprechend auch einen Wartungsbedarf. Ich baue immer ganz gerne Tomaten und Salat erstmal. Zusammen mit einem Erbsenfeld. Erbsenfeld, weil wir dadurch Stärke kriegen und aus der Stärke können wir Bioplastik machen. Und wir nehmen dazu noch ein Tomatenfeld. Ja. Die werden erstmal leider Gottes vegan leben hier. Aber das heißt leider Gottes. Sie werden erstmal vegan leben. Ob sie wollen oder nicht. Und wir bauen uns jetzt mal ein Lager. Mit der einfachen Begründung, ich möchte die Sachen hier nicht rumliegen haben draußen. Das wird auch ein fettes Lager. Ja, wir machen ein fettes Lager. Wenn dann klotzen und nicht kleckern. So. Das reicht auch gerade so. Das reicht auch gerade so von den Ressourcen. Weil aktuell haben wir hier Nahrung drin. Ne? Mahlzeit, Pasta und Pasta und Pasta und Pasta. Jede Menge Pasta. Die Leute, also Spanisch, Pasta. Hätte ich jetzt eher von Italiener erwartet, aber okay. Pasta. Ich gucke im Grunde nur nach Trinken. Also nicht verwirren lassen von mir. Ich bin eh verwirrt, also von daher ist das ja auch nichts Neues. Na komm her, trinken. Na komm, ja. Da ist mein Trinken. Sehr schön.
Das hat eine gewisse Haltbarkeit. Wenn das rumliegt, das hält sich nicht ewig. In einem Lager wird das, hält sich das ein bisschen länger und deswegen würde ich ganz gerne das Lager haben. Ein großes Lager direkt, das wird der zentrale Punkt. Von dem aus werden wir jetzt sternförmig versuchen abzubauen. Und die ganze Kolonie ein bisschen weiter zu entwickeln. Deswegen hier mal ein großes, ein extrem großes Lager. Und das Tomatenfeld wurde gebaut, das ist sehr geil. Es lohnt sich im Übrigen nichts, mehrere Essensfertiger zu am Anfang, weil die Sachen erstmal zum nächstgelegenen Essensfertiger gebracht werden. So, und das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass hier die wunderschöne Luftschleuse ist, aber die Leute erstmal außen rum rennen müssen. Ja, yep, danke für den Tipp mit dem Kolonieschiff recyceln, das wollte ich jetzt sowieso mal veranlassen. Zack! Jetzt haben wir nochmal ein paar Ressourcen oben drauf gekriegt. Wir müssen uns jetzt aber so ganz langsam darüber Gedanken machen, dass wir selber Ressourcen rankriegen. Dafür brauchen wir mehr Arbeiter, wir brauchen eine Mine für Erze, Stärkepflanze bauen wir ja schon. Also Stärke bauen wir gleich ab, das muss aber ebenfalls veredelt werden, das ganze Zeug. Oh, es wird noch so viel, es wird noch so viel. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt schon, weiß ich gar nicht, 21 Minuten läuft jetzt schon das Giveaway. Deswegen werden wir jetzt mal unseren Gewinner rausziehen. Howie! Howie hat gewonnen! Herzlichen Glückwunsch, Howie! Nimmst du deinen Gewinn an? Bist du begeistert von dem Spiel? Wir müssen leider den Delay ein bisschen abwarten. Nicht wundern, der Howie reagiert gleich, hoffentlich. Wenn nicht, haut ihn. Haut den Howie. So, die Verbindungen sind fertig. Wo sind unsere Bots? Das ist immer so ein Problem. Ich habe manchmal das Problem, die Bots zu finden. Der eine fährt eben gerade hier durch die Luftschleuse. Ach, der andere. Das ist eigentlich ein Baubot. Kann halt eben aber auch Sachen tragen. Und das ist doof. Weil ich würde den ganz gerne nur zum Hauen. Zum Hauen sage ich jetzt schon. Nur zum, zum Bauen haben. So, das Erbsenfeld wurde auch gebaut. Das Erbsenfeld generiert nicht, wie die anderen, halt eben dreimal Gemüse, sondern einmal immer dabei Stärke. Und Stärke brauchen wir für Bioplastik. Und wir werden uns jetzt darum gleich erstmal kümmern, dass wir hier eine Mine rankriegen. Die muss an einem Berg platziert werden. Oh, hier hinten ist schon ziemlich sick, aber nicht ganz so sick. Weil ich ganz gerne in der Nähe von der Mine eine Luftschleuse hätte. So. Ja, Salz, entweder heute oder morgen müssen wir noch Rocket League aufnehmen. Kann mal jemand den Howie anstupsen? Ist ja schlimm schon wieder. Und das nächste Geile ist halt eben, man kann... Ich finde das einfach mega. Es ist so ein Feature, das ist so... Okay. Aber es ist cool. Man kann hier die Bedachung abmachen, dementsprechend ändert sich auch die Beleuchtung. Und sein Gesamtwerk so genießen oder Dream Joe. Also man kann auch ins Innere reingucken. Das finde ich einfach toll. Man merkt vielleicht auch fast gar nicht, dass ich sehr begeistert bin von dem Spiel. Wir müssen als nächstes zusehen, wenn die Mine online geht, dass wir hier, sehr schön, das Lager ist gebaut worden. Das ist aber auch eine fette Koppel. Ach, Howie spielt noch mit dir, alles klar. Hast du ihm schon gesagt, dass er gewonnen hat? So, jetzt wird das Ganze hier gefüllt mit Sauerstoff. Dementsprechend geht auch hier der Sauerstoffgehalt runter. Das ist nämlich das nächste Problem. Wenn man mehrere Sachen gleichzeitig baut, dann kommt der Sauerstoffgenerator nicht hinterher. Und im Grade haben wir ein bisschen ungünstig, dass der Sauerstoffgenerator nicht hinterherkommt, weil die Kuppel so riesig ist. Das dauert sich ein bisschen. Dadurch könnte uns hier die erste Ernte kaputt gehen. Das wäre scheiße. So, die Mine ist gebaut. Das heißt, wir haben Erz, wir haben Stärke. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass das Ganze verarbeitet wird. Das wird in der Aufbereitungsanlage gemacht. Dann werden wir erstmal nur eine kleine bauen können. Da wir nur noch sehr, 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 sehr wenige Bioplastikressourcen haben. Wir haben gleich nur noch 3 Stück übrig. Kann das sein? Wir haben noch 2, 4, 6 Stück hier rumliegen. Wir brauchen hier 3 Stück. Ja. Oh mein Gott. Und da regeneriert es sich wieder. Sehr schön. Ne, jetzt kommt so langsam hier der Sauerstoff rein. Die Bereiche, wo wenig Sauerstoff drin ist oder fast gar kein Sauerstoff, wird natürlich nicht so gerne genutzt von den Arbeitern.
Wie man hier auch gerade sieht, die ganzen Leute sind am Pennen, weil der Bereich war wenig Sauerstoff und wenig Sauerstoff ist nicht so toll. Ist nicht so schön. So, wie sieht's denn aus? Wir haben vom Verbrauch her, läuft das aktuell eigentlich ganz gut. Wir können ja mal in die Statistik reingucken. Im Strom. Wir kommen anscheinend sehr, sehr gut über den Tag, so wie das aussieht. Wassertechnisch ist auch gut. Sauerstoff ist jetzt gleichmäßig wieder, endlich. Im Wasserspeicher haben wir auch mehr als genug angelagert und im Energiespeicher, ja, der geht fast gar nicht, der geht noch nicht mal auf die Hälfte runter. Also, der kleine Energiespeicher reicht erstmal für die nächsten Tage. So. Er sagt hier Bioplastik minus 8, das verwirrt mich etwas, weil wir ja eigentlich sonst keine Bioplastik brauchen. Wir brauchen die jetzt gleich nur für die Maschinen. Und was mich ein bisschen im gerade sehr, also sehr extrem verwirrt, ist, dass hier die ganzen Leute nur am Pennen sind. Los, steht auf und... Ah, jetzt sind sie da. Denn die Tomatenfelder müssen natürlich auch gewartet werden in dem Sinne. Also es muss sich drum gekümmert werden, weil wenn der Zustand zu weit runter geht, dann, ja, wird nichts mehr generiert. Dementsprechend haben wir kein Gemüse. Und ohne Gemüse gibt es kein Essen. Ohne Essen sterben die Leute. Das ist genauso wie mit Sauerstoff. Ohne Sauerstoff sterben die Leute. Also ist alles ein bisschen tricky. Das Schöne ist, wenn hier der Platz weggeräumt ist, dann haben wir wieder genug zur Verfügung. Wie sieht's aus? Ja, auf 3600. Also es zieht jetzt schon so ein bisschen. Die Mine auch vor allem zieht jetzt so ein bisschen. Aber wir kriegen gleich unser erstes Erz. Wir haben zwei Arbeiter gerade da drinnen. Von Hood Middleton und Lou Hannick wird es aktuell verwendet. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die umzubenennen. Würde ich ganz gerne machen. Oh, in die Technologien habe ich ja noch gar nicht reingeguckt. Das Patent für Goliath-Turbine, Patent für Massenspeicher, noch größere Lager. Wow. Größere Windturbine, Patent für Baubots, brauchen wir definitiv. Für Gentomaten, möglich ist hier Gentomaten anzupflanzen, die schneller wachsen. Allerdings gibt es Stimmen, die sagen, dass sie gefährlich für die Gesundheit sind. Oh, da kommt wieder eine neue Ebene mit dazu wahrscheinlich. Größere Solarmodule, größere Biodome, Bohrbots und Genzwiebeln. Habt ihr den Schatten gesehen? Ich finde das einfach genial. So, wir brauchen einen Metallprozessor und einen Bioplastikprozessor. Und da wir hier direkt klotzen und nicht kleckern, bauen wir direkt zwei von allem. Und bauen hier erstmal noch eine Luftschleuse hin, so nah wie möglich. Damit die Minenarbeiter direkt hier reingehen können und nicht einmal um die gesamte Basis rumrennen müssen. Das wäre ja ein bisschen sehr schwachsinnig. Ein bisschen sehr extremst schwachsinnig. Ist denn der Howie jetzt da? Und endlich bereit, seinen Gewinn entgegenzunehmen? Oder will er seinen Gewinn nicht? So, der Metallprozessor ist fertig. Im Übrigen kann man in einem Biodom auch nicht nur Pflanzen anbauen. Man kann auch Kiefern und Eichen anbauen. Die produzieren tagsüber Sauerstoff, verbrauchen in der Nacht Sauerstoff. Die Kolonisten können sich aber entspannen. Sprich, das ist gut für die Moral. Also wir werden auch später mindestens ein Riesenbiodom machen, wo wir einen Wald reinmachen. Wo wir so einen richtigen, fetten Wald reinmachen. Ah, sehr schön, der Howie ist endlich aufgetaucht. Dann herzlichen Glückwunsch nochmal dir, Howie. Ich schicke dir den Code per Steam. Howie Artois. Nachricht senden. Das ist dein Steam-Code von diesem wunderschönen Spiel. Und wir haben die Autarkie erreicht. Du hast jetzt alle Strukturen, die du brauchst, um deine Kolonie zu unterhalten. Yes! Wunderschön. Mit dem kleinen bisschen. Aber wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben auch keine Ressourcen mehr. Also, ja doch, so ein bisschen Metall haben wir noch ein bisschen. Bioplastik haben wir auch. Aber das wird noch weniger werden. Und dann wird es wieder mehr und dann wird es wieder weniger und dann wird es wieder mehr. Hier wird endlich das erste Essen hergestellt. Aktuell halt eben nur aus Tomaten. Die Essenspakete sehen auch sehr, 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 sehr hübsch aus, muss ich sagen. Hier, das sieht man es auch.